Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute erster Flug mit Contrail. Ich habe es beziehungsweise noch nicht angekündigt, zwar in den Streams zwischendurch mal gesagt. Ich habe mich jetzt vor 2 Tagen circa angemeldet. Bin jetzt hier so das erste Mal eben auf meiner Seite gegangen und sehe einfach, dass ich 457 Stunden habe. Okay. Keine Ahnung, warum und wieso. Weil ich nur eine Stunde eigentlich transfert habe und eigentlich irgendwie eine nur geht. Also keine Ahnung, das ist wahrscheinlich ein Bug. Auf jeden Fall habe ich hier auch, wenn man jetzt hier auf... wo war es? Show my profile, glaube ich. Habe ich auch schon den Captain Senior Grade. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wir fliegen auf jeden Fall, haben wir das Hub in München und ich hatte jetzt den Flug München-Berlin-Schönefeld rausgesucht. 45 Minuten, also mit der 737 von Contrail. Das sind 257 Meilen, wie es ja da steht. Die rote packe ich mir am besten auch schon mal raus. Ja, und die Meters von München und von Berlin. Ich denke mal in München 280 Grad, ja, dann starten wir von der, nicht von der 08, von der 26 und ja, sollte passen, ne? Hier unten die rote. Ich würde sagen, dann sehen wir uns dann, wenn alles fertig ist. Ich werde die rote, denke ich mal, schon mal einfügen und dann geht's dann weiter. Bis gleich, ciao. So, wir sind hier im Flieger von der Contrail. Kann ich dir mal kurz nach Hause zeigen? George X-Ray Foxtrot Hotel. Auf jeden Fall ganz fresh. Also ich finde ihn nice. Schlicht gehalten, es war ein bisschen viel grau, aber ansonsten bravo, Elfa. Schön. Gold X-Ray Foxtrot Hotel Uniform, München Eppen. Sorry, München Tower. Good day. Information Foxtrot, cleared Frankfurt. Give me 5 whiskey departure route. Flight plan route, Würzburg 1000. So, ich habe mir jetzt was leiser gemacht. Wir haben jetzt erstmal kurz, das haben wir jetzt, Contrail One Niner Mike Kampagne. Aus der 26 Ride über die Anken 8 November. Activate. So, und dann geht's über die Y104. Geht's Richtung Marmor. Marmor auch nicht schlecht. Und UL132. So, von da geht's dann weiter nach Rotnau. Ist eigentlich ein ganz fresher Flug. Wir gehen nachher noch essen, deswegen muss ich gucken, dass wir das hier alles hinkriegen, aber ich denke, das sollte passen. Auf jeden Fall übelst Bock, das Video jetzt gerade dann aufzunehmen, weil das mit Contrail halt jetzt alles so schnell ging und alles geklappt hat. Da gehen wir dann über Akudi rein. So, execute. Perf ändert haben wir Zugriff viel weit von 121.8. Reserven 2. Ne, das hat dann auch den Dingens dran gehabt. Nochmal zurück. Reserven von 2. Kostindex. Keinen vorgeschrieben gekriegt, oder? Doch, habe ich eigentlich. Ne, habe ich nicht. Auch nicht schlecht. Also jetzt geht's geradeaus über November und dann geht's. Keinen bekommen. Links auf November 1. Nicht, dass ich das jetzt hier sehe. Kostindex? Nö. Dann muss ich mir gar nicht sagen, dass er da irgendwie was machen kann. Flight Alert hat uns aber Trivon Zero vorgegeben und als okay, Transition Altitude 5000 feet. Executen. Takeoff Bomb Climb 2. Takeoff Speed. Mit Flaps 10. Und Center of Gravity 23.4. Und Reserve 3-1 and 1-4-1. Das checked. Proc Rage 7,5 war. Beim ersten Flug sollte das hoffentlich okay sein. Was hat er jetzt gesagt? 1-4-1, ne? Ich hatte 1-4-2 drin. Naja, das sollte auf jeden Fall okay sein. Dann machen wir jetzt hier schon mal die APU an. Dann druck schon mal auf. Trivanseron. So, warten wir, bis die APU da ist. Und. Wir den hier nochmal. Das sieht auf jeden Fall nice aus. APU läuft, das hören wir. So ein bisschen als wie United oder so, ein bisschen, ne? Keine Ahnung, hat irgendwie sowas davon. Genau, jetzt müssen wir im Smartcast auch noch den Fly starten. Ja, passt. Da, oh nice, da ist gerade jemand gestartet. Heißt 263. Nee. Left and right, doch. Sollte eigentlich passen.
Trivan Zero, One Zero Niner Mike, Bravo Alpha, das passt. Wollen wir das hier ein bisschen lauter machen? Ja, das ist die Musik jetzt hier von denen, ne? Madagaskar 2 Bravo Alpha request to gate. Madagaskar 2 Bravo Alpha, straight ahead, whiskey one. Keine Ahnung. Number 151 on your left hand side. Auf jeden Fall jetzt gucken, dass wir langsam mal hier los können. APU ist da. Bleed on, Packs and aus. Collision on. Ach, und jetzt haben wir eben die Clearance. Jetzt können wir nicht los. Mitchell Dauer, schönen guten Abend. Control 1 0 9 Mike, Request Startup 2, schöne Welt. Control 109er Mike, München Tower, wunderschönen guten Tag, Servus Info Fox, Clear Destination Berlin Schönefeld, Anker 8 November 265, bleibt in Rudiosburg 5300. Roger, Info Fox, Clear Schönefeld, Anker 8 November 263, Squawk 5300, Control 109er Mike, danke dir. Haben wir das auch schon mal? Hier passt alles soweit. APU ist da. Remove all equipments. Set parking brakes. Prepare for pushback. Müssen wir auch noch machen. Was ist das denn hier? EFM Gesellschaft für Enteisen und Flugzeugschleppen München. Naja, können wir uns Lufthansa, oder? Los right, left. In die Richtung. Ja, passt. Wenn es nicht richtig ist, köpfe ich mich dafür. Ansonsten sollte eigentlich klappen. Control 1 0 9er Mike, Request Push. TFC schon mal an. Control 1 0 9er Mike, Push Pro Face North. Push Pro Face North, 1 0 9er Mike. Madagaskar 2 Bravo Alpha, approved to leave, 22-8. Thanks for flying, bis zum nächsten Mal in München, Servus. Engine Start, ich habe ja wie gesagt neue Sounds gemacht, das habe ich in den Streams auch das schon mal erwähnt. Oh, schön, nicer Pushback. Alpha. Ich bin mal gespannt. Mal ein paar Bilderchen machen hier. Sieht ja gerade extrem nice aus. Weißt du, scheiße, wo ist die Maus? Da ist die Maus. Oh, guck mal, Lufthansa-Mannequin hier sogar am Start. Hör mal. Was ist denn hier los? So, Meister, wie geht's los hier? Achso, Squawk 5300 müssen wir noch setzen, ne, bevor wir es hier vergessen. So, was sagt er? Ich glaube, Release Parking Brakes. All Engines clear. So, Mannequin muss aber auch mitkommen, ne? Aha. Ja, dann würde ich sagen, starten wir die 2 und hauen Sprit rein. Gucken, wie das. Ist ja nicht viel los, ne? München gerade immer. Ja. Kann sein, dass wir falsch gepusht haben. Das kann natürlich sein. Aber ich hab's irgendwie nicht so richtig drin. Also laut Frank, wo wir letztens von Frankfurt geflogen sind, im Flusi, da weiß ich noch, ich glaube, das waren die Echo Gates, aus right to left, und dann war das so Richtung Tower-Richtung, sag ich's mal. Das ist jetzt eine blöde Erklärung, ich weiß, aber irgendwie war es, dann konnte ich es mir seitdem immer einprägen. Weil wenn wir es jetzt hier gucken, das ist ja dann 26 left. Wir müssen aber in die andere Richtung. Habe ich gut erkannt, aber irgendwie zu spät. So.
Kontrolle 109 am Mike at my radar, you're pushing facing south, ist das korrekt? Nein, that's correct, was a fail from me. 109 am Mike, no problem. Starting number 1. Mission tower, down und Sprit rein. Ready for push ja, war klar, dass falsch gepusht haben. Total uniform. Wenn wir schon mal Elnav, Binav haben und AT haben. Autowakes RTO. Flaps 10. Eigentlich sollte der automatisch gehen. Naja, auf jeden Fall. Geht halt auch so. So, hier sieht gut aus. Mannequin, was macht er? Ah, das passt. China ist auch von 1-6 Sages Walking. Freit ist auch clear. Das wird zu wissen. Jo, tschö. Freizeichen von vorne. Komm, klick doch um jetzt hier, was ist denn los? Geht doch. Continuous. APO kill down. Packs out and bleed off. Intersection Bravo 1-5, boarding path. Runway turn off and taxi. Warte mal, bis der Meister noch weg ist, dann kommen wir los. Dann rollt uns, tut uns wahrscheinlich hier hinten einmal so rum und dann, naja. Panzer on einer Mike Request Taxi. 109er Mike, Taxi via left Charlie 3, then left again Oscar 1, Charlie 1, 20 November 2. Left Charlie 3, okay, er quatscht einfach dazwischen. Gib mir sogar Halter. Left Charlie 3, left Oscar 1, Charlie 1 und Entry November 2, Kontroll 109er Mike. 109er Mike. Das 119er Yankee mit dem Tower, der wird Info Fox 26 Left. Wollen wir los? 106 Left. Das passt alles. Gott, klettern wir los. Erster Flug mit Contrail. Mal gespannt. Taxing to Runway tut er jetzt hier feilen. Total Flight Time 4 Minuten sind wir jetzt schon. Oh, da kommt der Schein aus Haushand. Auch nicht schlecht. Also München ist nicht so meins, ich krieg das mit den Charts gerade nicht hin, aber irgendwie die Jeppesen Charts, aber irgendwie, will er die hier nicht öffnen. Und ich habe gerade zu viele Seiten offen, um jetzt irgendwie mal eben ins Internet reinzuballern. Kontrolleur, wunderbar, nach Mike, ihr seid weiter an Charlie 3 vorbei, kein Problem. Next left, Charlie 4, Oscar 1, November. Achso, okay, ja, ich dachte die letzte hier hinten rum, also ist klar, damit Bescheid. Ja, okay. So. Ja, München ist immer schon so nicht meins gewesen. Golf Hotel Uniform is ready for taxi. Golf Hotel Uniform Taxi via. Dann ist Oscar 1 und dann hinten November 2. Zwei ist Sierra 5, heißt andere Seite. Can you please repeat? Ich höre irgendwie Safety Ansagen im Hintergrund, aber keine Ahnung. Charlie 1, then left entry November 2, right November, intersection Alpha 1, 2, holding point, runway 263. Uniform, then right on Charlie 1, then left on November 2. Was kommen die 30 Knoten, das ist schon fast so viel für hier. Holding point, runway 26 right. Ja, Hotel Uniform after November 2 ist November in Alpha 1 2. So, das sieht gut aus. Sorry, November Alpha 1 2. Machen wir kurz Cut, ich werde mich dann gleich kurz bei der Runway wieder melden. Ne? Schon alles Videozeit hier. Short 2 6 left. China Southern 1 6, confirm you've got the inbound traffic, Airbus A319, Company Swiss Airlines in the short final left. One Alpha Hotel Heavy in München Tower Servus. Oh, hier geht's auch. Ups, habt ihr das auch? Schreibt mir das mal in die Kommentare, wer das neue München hat.
Immer mal, wenn man hier irgendwo drüber fährt, dann hast du hier so eine kleine Erhöhung, dann macht das immer so einen kleinen Wipper. Mal interessieren, ob das bei anderen auch ist, ob es nur bei mir ist. So, jetzt können wir hier auch unsere 30 Knoten fahren. Strobe Lights sind on. Ich kann das auch von One Second Contact wünschen, weil da frequency 1-2-3, das ist immer einer schon. Passt. Mal durchrollen. Alpha 1-3 sagt der Meister. Wollen wir mal schauen, Alpha 6. So, was haben wir denn jetzt? Ja, sollten wir auch in der Zeit ganz gut schaffen. Ist auf jeden Fall cool. Rollen nicht ganz gerade, ne? So, hier ist frei, hier ist auch frei, passt. Hat der Right oder... Der hat doch Left on November gesagt, ich bin doch nicht blöd. Weil hier kommt gerade Alpha 5 und sowas. Control 10 und Anna Mike confirm and taxiing in the right direction. Control 10 und Anna Mike, hier ist hier Right. Ah, Roger hat mich verwirrt mit der Alpha 5 gerade hier vorne. Ja, 109er Mike, das ist nur die der Textwert, der von der Runway rausgeht, also einfach geradeaus weiter in November und dann Alpha 1-3 über die 50 rein. Ja, alles klar, soweit war ich auch schon. Danke dir. Ah, ist schlimm. Manchmal echt, bald doch nicht blöd gerade. Dachte irgendwie bin ich schon wieder falsch oder so, aber passt. Passt. Davon ist das schöne Münchenzeichen. Alpha 10. I do not have the taxiway marking, so I do not know when to turn. Do I turn before the Boeing? The taxiway before Boeing, Alpha 1-2. Der kommt gar nicht hinterher. Der sollte nämlich hinter mir herrollen. Total Uniform korrekt. Naja. Strobe Lights sind on. The Boeing and its taxiing one after your taxiway. So Alpha 1-2 would be 1, 2, 3, 4. Erzählt er. Alpha 1-2, dann müssen wir die nächste rein. Guck mal, ein Rolling Tag aufgekommen. Thank you very much. Machen wir mal schauen. 1-2-3-900 ist für eine Approach. Oh, da kommt gerade was rein. Kommt gerade weit rein. So, 1-3 ist hier left. Mal ausrollen lassen, passt. Was haben wir denn da? 3:30, oh schön. Schau mal an. Schön. Das bringt dem ganzen Spiel dann halt diesen Realismus, ist ja, was ich meine. Oder einfach immer nur fliegen, weiß ich nicht. So ohne irgendwie Leben in dem Spiel, weil es wäre nicht so meins, ist ja. Control 109er Mike, ready for departure. Control 109er Mike, line of mate 26 right. Line of mate 26 right, 109er Mike. Ja, line of and wait. Hup. Control Taker ist jetzt for departure. Gescheit drauf wollen hier. Das ist unser Runde Alpha Hotel. Herzlich willkommen in München bei Alpha 9er Entry November 3. Schöne Runway, der Ding jetzt hier. Ich hatte nämlich letztens Probleme mit den Texturen hier. So, wir sind ready for departure. Hier stimmt alles. Du hast gleich cleared for takeoff, 109er Mike, danke dir. Du break takeoff.
Stäbe. Take off. So, das ist Runway. Oh, schön am Wackeln hier wieder. Passt. Ey, die Nuts ist check. When reaching end of November 3, contact the München Apron on frequency 1-1, that's not happening. Bye-bye. So, da ist hier Lufthansa. Ciao, ciao. Go. Rotate. Was afraid? Geh ab. It's the next taxiway on your left hand side, Alpha 1-4. So, wir fliegen manuell per Hand und dann den zweiten Wegpunkt mit Autopilot. Alpha 1-2 for Golf Patrol Uniform. Golf Patrol Uniform, when reaching this international line of mail from 265. Wie gesagt, die Sounds bekommt ihr dann jetzt bald per Mega, am besten den Mega-Link oder so machen, mal sehen. Swiss 119er, you're given reaching NCCR7 contact mission app and frequency 121, that's my 7, so need one, servus. Autopilot ist an. Enough and Elnoff is checked. Gear level is off and the auto brakes sind auch auf flaps 5. Speed 395 to Mike, can you give one frequency? This is tower, contact approach, contact radar 123, that's 9. Oh, sorry, 123, that's 9. Speed 395 to Mike. So, we gehen auch rüber. No problem. Contact 123, das ist mein Name. Ja, 123, Nana, so. Schönen guten Abend. Control 109er Mike, Flight Level 050. Flaps ab. Control 109er Mike, ich rede das Servus identified. Flight Level 190, verzieht der Reklamkarte. 190 direkt an, Control 109er Mike, danke. Direkt Anker. Machen wir. Flaps sind ab. Wir steigen weiter. Schauen wir uns mal kurz die Route an, aber es passiert nicht viel. So, QNH Standard. So, mein Spaß hier ein bisschen leise, ja, mal Freunde. Mal schauen, wie wir es von außen hier. Guck mal hier, ein bisschen hochgehen, ja. Unter, ja. Mir gefällt's. Sieht fresh aus. Also ich finde, hat was, die Bravo-Alpha. Na gut, hier gibt's nicht viel zu sagen, außer vom Wing sieht das so aus. Mal so. Hat der Gara gute Arbeit geleistet, muss ich schon sagen, ne? Ja. Zieht sich das jetzt? Ich denke, wenn wir jetzt aus dem Approach raus sind, dann machen wir auch wieder ein schönes Schnittchen und dann, so wie gehabt, wenn natürlich was zu verbessern habt in den Videos, also was ihr vielleicht anders haben möchtet von den Szenen oder wie ich was machen soll, könnt ihr das natürlich gerne sagen, dann könnt ihr natürlich verbessern und, ja. Ich fliege ein bisschen über Tschechien, glaube ich. Wenn, so, wenn ich es jetzt so richtig sehe. Ja. Dann, Golf A3 Fox 2000 Uniform, change it in your flight plan. Classify flight level 010. Oh, sorry about that, my mistake. Speedbird, 905 to Mike, change left heading 120. So. 12 Knoten Rückenwind, das passt auch geil, das ist mega nice. Fällt mir auf jeden Fall super. Es wäre sehr, na gut, das sind die Wolken, ne? Das wäre sehr wolkig heute hier. Wolkig, bevölkt. Jetzt können wir ausmachen, Start, das Normal.
Cabin Signs Off and Attendance. Service kann beginnen. Dann könnt ihr die Küche vorbereiten. Und fliegen wir nach Tschechien und nach Dresden, zwischen Dresden und Leipzig vorbei, bei Magdeburg, dann Berlin runter. Berlin ist gerade 240 Nuts. Können wir auch schon mal im FMC schnell gucken. 240 Nuts. Dann die 253. Und über die Akku, die kommen wir rein. 5 Victor. Schauen wir uns die rote an. Kurz mal gucken, ob wir hier noch irgendwie Discontinuity haben. Wir hier eine kleine. Passt aber. 3000 geht es dann wieder runter. Und. Oh ja. Das ist sehr schön. Gefällt mir. Ich habe FS Global Weather für die Wetterengine, aber irgendwie läuft es gerade nicht so richtig. Also, will nicht ganz funktionieren. Kommt ein behandelter Fehler in der Ausnahme oder sowas. Ja. Hat er uns schon released? Eigentlich nicht, ne? Weil normalerweise könnte er uns ja jetzt rauslassen. Theoretisch. Theoretisch. Praxis ist immer irgendwas anderes, ne? Aber ansonsten. Weißt du, lange Räder, du gehst. Also man startet zum Beispiel in Düsseldorf und nach dem Start direkt so und so, Climb 110 und dann bist du direkt released Unicom. Tschö, weißt du, lange nie so richtig. Nee, was mit dem Piloten richtig zu tun haben, wisst ihr, was ich meine? QNH 1016. Thank you very much. Climbing to flight level 100 for Golf Uniform. Speed. Runner 5 to Mike, reduce speed 250 knots. Naja. Reduce speed 250 to Mike. 109er Mike, not is here, head to Unicom, to Servus. Ich glaube, Unicom ist Servus bei. So, Unicom, und ich würde sagen, Leute, wir machen hier einen Schnitt und so im Descent, denke ich mal, melde ich mich. ACAS Flight Plan Change Receive from EDDM APP. Okay. Hat er was gechanged? Na dann. Schauen wir uns gleich mal eben schnell an, was er gemacht hat. Meld mich im Descent wieder rein. Bis gleich, Leute. Ciao. Kleines Stückchen zu, also ich denke mal, das hätte vielleicht noch geklappt, aber wäre wieder sehr knapp geworden. Heute wieder Sparfehler am Start. Erstmal einen kalten Monster hier noch am Start. Dann gucken wir, dass wir hier die 3000 dann jetzt gleich bekommen. Hier ungefähr Lulik. Ne, Lilki, alles klar. So, dann sollten wir die ja kriegen. Also 2 Meilen geradeaus circa. Und dann, sollte es klappen. Könnt schon mal beim Tower reingehen. Ach ne, war ja gar nicht. Unto to dismayed, würden wir ja bleiben. Weil. Arcas, Artis, ist ja nur Tegel Tower. Aber da haben wir ja nichts mit zu tun. So,
3000 fehlt. Ah, wir könnten nochmal ein bisschen näher ran. So. Hopp, hopp. Flaps 10. Singles, ja, wenn man ILS intercepted. Speed 150 und Flaps 15. Gear down. Runter. Passt. Ja. Ja, also mir gefällt's, also ich bin zufrieden, Contrail. Also muss schon sagen. Schneller anfliegen, 6-0. Passt das, wir müssen noch lauter machen für euch. Ja. Oh, guck mal, wen haben wir denn jetzt hier online? Konstantin Kreta, bevor ich Ärger kriege. Montevor 175, aber wir sind ja eigentlich schon am ILS. Obwohl, Montevor 175. Rebel Raider, schönen guten Abend. Contrail 109er, Mike ILS, 25 Right. Contrail 109, Mike, hallo, Wind 3 Knots, Erdnuss, 25 Right, Lateland. 25 Right, Lateland. Contrail 109er, Mike, danke. Flaps 25. So, 106. So, Musik so richtig so auf Trommelwirbel, so. Jetzt wird's spannend. Verkackt Dominik die Landung wieder oder nicht? Vom Wind geht's ja gut, 10 Knoten von. Ah, von. Ja, nicht von Ost, nicht von Norden, sondern Nord. Nordwest, so. Er ist gut drauf heute, hör mal. Hamburger ja, Wetter, hä? Ja. 2500 ist checked. Sollen wir ein bisschen lauter machen hier, den Meister, ne? Sonst haben wir den ja gar nicht. Räumt es im Rollhals bis der 27 Center. Über das Zurückrollen auf das bis der 27 Center. 1018. Was ist mit ihm los, Digga? Was ist denn da los? So. Der Italien Alpha rollt im Rollhals bis zum 27 Center. Über die 27 Center. Speed 150, Flaps 30. Autobrakes sind 2. Gears down. Oben schaut auch gut aus. Und. Ja, machen wir oben nach die zweite Sicht rein. Schön den Contrail-Flieger nochmal von außen. Alle bei Contrail, ich werde den Link in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr euch über Contrail informieren, das ist auf jeden Fall super. Ist halt so verstehen, Contrail ist jetzt nicht irgendwie von irgendeiner realen Airline zum Beispiel abgeguckt, sondern ist halt wirklich eine eigenständige, ne? Eigenständige Sache. Indicated 140. Passt. Ja, ein bisschen Deep House, Tech House im Hintergrund. Ist nicht falsch, ne? Ach, schreibt mir bitte eure Videowünsche. Also, was ihr eventuell sehen wollt, wo wir vielleicht mal landen sollen oder ob ihr vielleicht mal Bock hättet, in Amerika rumzufliegen, dann schreibt das unten in die Kommentare. Machen wir gerne. Haben wir im Stream jetzt oft gemacht. Die meine Streams gucken, die wissen ja Bescheid. So, ja, Wetterwert wäre ein bisschen besser. Wie
Mich wundert immer, was dieses Schwarz um die Runway rumherum ist. Verstehe ich nicht ganz, ob das an der Aerosol-Szenerie von Bandenburg liegt. Verstehe ich nicht ganz. War ein bisschen windig hier. Wir sind durchgeschaukelt. Aber ist ja Hamburger Wetter, ne? Berliner Wetter. Und da kann man nichts machen. Da machst du nichts heutzutage. 100, das hat. 100. Sieht immer so hoch aus, aber das ist von der Höhe perfekt, meine Freunde. 50. Könnte man glauben. 30. Papa hat auch ein bisschen gelernt. 20. Ja. 10. Klein bumpy Landing, aber gut. Ah, komm, wir kriegen links hier in die Taxiway. 50 Release. Fast Rollout. Passt. Ich denke, man hört immer im Video mein bitte dies. Das Klicken, das ist von der Bremse. So. Vertretung 7-9, Mike. Taxi to Position 5-7, 2 Delta, 7-7, 4-4, Crossman V2, 5-5. Position 5-7 bei Delta Lima 7 Kilo 4 Cross Runway 07 Right. Kontrolle zu einer Mike, danke. Auto wakes off. Der Alpha im rechten Gegenanflug auf die Landing Lights off. Runway turn off lights off and strobe lights steady. Der Linie Alpha, Wind 27 Grad 6 Knoten, der Schutz 27 rechts. Hat gute Laune heute. Der Linie Alpha bis 27 rechts, 13 Tiefer Flug und dann nach rechts bleibt runter. Scheint's, dass wir hin müssen, oder? Ich meine ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ein bisschen zoomen. Wir sind hier Victor Wann, ganz falsch hier. Brandenburg ist auch mal bei mir so eine Sache, ich kenne mich hier nicht so ganz aus. Klar, wofür gibt's Charts, ich weiß. Ich glaube, hinter dem Air Berlin Hangar da hinten, wer ihn sieht, weiß, was ich meine. Ich glaube, da war. Dann ist aber das, müsste auch die Zero 7 sein. Ich mache mich schon wieder viel zu viel verrückt. Aber ist ja okay. Was soll man machen, ne? Lima 7 meint er. Können wir die mal wegmachen? Berlin von Trade, Cutting Power on the phone, this must be back, goodbye. Zum Falken. Ach, da! Moment mal. Da fragen wir lieber nochmal nach. Also, Schönefeld, also beziehungsweise Brandenburg ist echt nicht so meins. 07 left. 07 right. Denn ja, wir würden gerne eine Sicht. Wir haben ja hier die Charts. Die City ist das genehmigt. Aber die Charts, die ich hier habe, von EDDB, sagen irgendwie nicht so richtig das aus, jetzt mal, was ich irgendwie haben möchte. Die Ground Page. Zufall breit gelandet. So, und wir wollen ja Position 5-7 haben. Das sind ja hier die Gates. Dann will er uns auch wahrscheinlich darüber haben. Ja, genau. 5-7. Kilo 4, Crossing. Ah! Lima 7. Guten Morgen. Ich weiß, was wir machen. Contrail 109 am Mike, it's okay when you turn a right turn over the runway and dann hinten zur 5-7. Jo, guck. Roger. Kann man machen, gefällt mir. Welches kompetente Lotsen hier in Bremen, meine Freunde. Kompetente Lotsen. Weil ich bin jetzt zu weit gerade ausgerollt, ich hätte einfach hinten so einen kleinen Turn machen können und dann wäre Lima 7 direkt über die Runway. Und ja, aber gut. Und Sie ran an der Mike, Runway ist clear. Okay. Also,
Das war eine Frage. Aber ist egal. Was sollen wir machen? Wollt ihr eigentlich fragen, ran wir jetzt clear ist bezüglich kein Traffic und sowas? Ja, so Roger. Okay. Haben wir jetzt einmal die Runway und dann links wieder raus und dann seht ihr hier hinten, ist ja ein schönes Feld. Und wir sind ja hier lang gerollt und ich hätte einfach nur hinten den Turn machen müssen. Über diesen, da ist so ein kleiner Taxiway. Einfach nur einen Turn machen müssen und dann Kilo vor hinten. Aber gut, was soll man machen? Ach, wir rollen da einen weiter. Wo stehst du hin? Das war auch komisch geregelt. Normalerweise sehe ich hier raus und dann hinten rechts rein. Ach. Ne, Mike, dürfen wir höher als 2500 Fuß? Bestehen Sie Rufzeichen Delta in die Alpha? Ja, gehen wir hier positiv genau. Delta in die Alpha. Delta in die Alpha, jo, freigegeben bis maximal 5000 Fuß. So, dann können wir hier nämlich rüberballern. Delta in Alpha maximal 5000 Fuß. So, passt. Kilo 3, Kilo 4 wäre dann glaube ich der letzte gewesen. Was soll man machen? Und mittlerweile seit dem Urlaub bin ich so ein bisschen auf Tech House und Deep House Trip. Keine Ahnung warum. Aber ist irgendwo da doch mal was anderes als wie die ganzen neuesten Charts immer durchzuhören. Ist auch mal ein bisschen langweilig nach einer Zeit wird. Wer übrigens auch keine die Livestream-Page nicht kennt, einmal in der Videobeschreibung ist auch der Link zu Twitch. Könnt ihr auch vorbeischauen. Regelmäßige Livestreams. Lieben Radar, noch einmal 247 Romeo Foxtrot, also Goldwell Zero. Passing an der Me, next is Hotel Mike Mate with you. Der kommt nicht von hier. Immer 247 Romeo Foxtrot, Bremen Radar, hello, Radar Contact. Passing direkt nach Po. Letztens bin ich hier links eine zu früh rein und da war ich in so einer Sackgasse. Hab ich auch noch nie gehabt. Hier ist 22, 23, wir müssen hinten an das Terminal, neben den Gates, also rechts neben den Gates. So. Dann haben wir es dann auch geschafft. War auf jeden Fall, weiß gar nicht, ich glaube 158 FPM hatte ich. War auf jeden Fall ein schöner erster Flug. Ich freue mich auf weitere Flüge mit Contrail. Also ich glaube, da war ja auch jetzt ein kleiner Stop mit Contrail. Das wird ja jetzt irgendwie jetzt weiter wieder aktiver gemacht. Irgendwas habe ich auf jeden Fall mitgekriegt. Keine Ahnung, was da war. Bin mal gespannt. Ist auf jeden Fall übersichtlich, sage ich jetzt mal. Ne? Nicht so, wie sagt man... Warum ihr Fox markiert, noch gute Alpha-Reise? 54, 57 sollten wir, ja. 55 jetzt hier gleich. Wenn wir uns ein bisschen Service holen. Noch gut für Alpha Arrival. Alpha Arrival. So, da ist unser Parking Position hier links. Die Delta, ja, wir fliegen zurück zum Klaps mit Motorsetzer. Wir bitten an auf der 27. Delta, India, Alpha. Nehmen 27 und der Wäsche 27 links, Stellung frei. Schöner Turn gemacht hier. Schöner Turn, Dominik. Einen schönen Turn. Lufthansa Cargo A262, Monitor Unicorn, goodbye. Unicorn, Lufthansa Cargo A262, danke für den Service, schönen Abend noch, ciao. Ne, da steht der Stopp und dann müssen wir noch ein Stückchen weiter, ne? Tufa, naja, muss man nicht verstehen. Auf jeden Fall, two and one off. Women Raider, dann haben wir doch was gesagt von Rammel Fortrott. End of descent, request for descent. Warum ihr fast habt, ich hab leider von 260. Hört euch den Shutdown an. Das Heulen. Ist doch geil. So, Collision Lights off. Thank you. Seatbelts off. Fuel Pumps bis auf eine auch alle aus. Window Heat. Electrics. Packs können wir auch schon mal aufmachen, finde ich, beim nächsten Engine Start. Also, ich fand's echt geil, Leute. Mir hat's richtig Spaß gemacht. Ich habe ja so ziemlich kurz vor dem
Intercepten vom ILS habe ich ja dann in die Aufnahme wieder gestartet, aber alles, was davor war, ups, es war ein Fail, zum Beispiel. Aber es ist einfach immer geil. Contrail gefällt mir echt. Ja. Könnt euch die Livery schlicht gehalten mit 2-3 Farben. Was soll man sagen? Auf jeden Fall nice. Hoffe, euch hat das auch gefallen heute, das kleine Video. Das erste, der erste Flug mit Contrail und freue mich natürlich auf weitere Flüge mit denen. Also in den Streams werde ich auf jeden Fall öfters mit der fliegen jetzt. Wenn man um ihr Foxtrot kann ich langen Räder und Matutofall. Und der Link zur Contrail Air auf der Seite ist natürlich auch unten. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch eventuell auch da anmelden. Das ist ja einfach eigentlich alles. Ihr müsst einen 10-Fragen-Test, glaube ich, war das jetzt. 10-Fragen-Test bestehen, das ist eigentlich ziemlich einfach. Also da steht dann zum Beispiel, welche Start-Sequenz bei der 737 zum Beispiel, dass man erst die 2 und dann die 1 startet und so, ob das richtig ist oder ob das falsch ist und so Sachen. Also eigentlich ziemlich einfache Fragen und das kann man auf jeden Fall bestehen. Und ja, ich denke, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ihr wisst, was zu tun ist, Däumchen nach oben und schön kommentieren. Und das war der 3. Fail heute. Naja, bestimmt schon der 5., aber das 3. Mal, dass das passiert. Und ja, wisst ihr, was zu tun ist, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.